Ich wechsle doch nochmal die Waffe, also das ist hier jetzt doch ein bisschen, dass ich auf die Distanz ihn immer one-hitte, das ist, also ich bin mittlerweile definitiv sicher, dass der schwach gemacht ist extra, damit es nicht so einfach ist, ihn zu locken. So, 74,10, das ist immer Korrosionsschaden pro Sekunde. Das ist natürlich gegen die Roboter, die wir vorhin oder vor einer Weile irgendwann hatten, also ganz cool. Achso, hey, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht alle Waffen verkaufe. Ich muss noch eine Pistole, die weniger Schaden macht. Diese da. Entzünden, nein, die brauche ich nicht. Die nehme ich nicht. Korrosionsschaden. Die werde ich nehmen. Nein, ich nehme die. Dann verkaufe ich die ganzen anderen Farben. Ich behalte erstmal die Korrosionsschrotflinte. Vielleicht kommt es ja doch mal dazu, dass ich. Mist. Da habe ich gerade eben falsch geguckt. Ich muss mal die Granatenmods gleich beim Rückkauf gucken. Das Schild kann weg. Das Schild kann auch weg. So, Granatenmods, die sind weiter unten. Hier der erste. Der Schaden ist schon nicht ganz übel. Die könnte man ausprobieren. Oh, das mache ich einfach mal. So, Wunder Fiesling, den schalte ich gleich frei. Und den Mod werde ich einlesen. Der macht hohohoho, um Längen viel mehr Schaden. Also, da sind auch die 61 Brandschaden pro Sekunde dann egal. 7 mal fast 500 Schaden. Falle wieder. Ist das ein Geschenk? Nee. Ich bin irgendwie sehr verguckt gerade. Wo ist denn Tiny Tina schon wieder da? Hi, hi, hi. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast steht. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Sonst fress ich da. Deine Babys. So, die Pistole. Lass mal die Stats sehen. Genau. Babys. Sein Name ist richtig. Nur so am Rand. Und ich hoffe, ich brauche da nicht gleich sofort. Wobei wahrscheinlich das SMG sowieso nicht. Ja. Da ist er. Flashstick der Ehrengast. Vorsicht, Bennett! Hinter meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Pack ihn hinter die Wohnung. Er läuft immer bis hierhin mit. Und dann hat er keinen Bock mehr. Genau. Jetzt kommt er. Haha, sehr gut. Wie viel Leben hat er noch? Genug. Wesentlich genug. Hier rein. Oh! Warum schreist du so? Gut gemacht, Freunde Lee. Just in diesem Moment wird Flashstick durch die Tunnel gesaugt. Lass uns reden. Freunde Lee. Okay, bevor ich jetzt mit ihr rede, tausche ich die Waffe wieder zurück. So. Und dann schnappen wir jetzt auf Schrotflinte umgeschaltet und reden. Abschluss, genau. Raketenwerfer. Also der Raketenwerfer wirkt auf jeden Fall besser. Meiner ist, glaube ich, aber immer noch besser als der hier. Genau. Gut, die Karte, die Party können wir gehen. Dann wollen wir doch mal. Zeit für die Party! Und du bist der Kellner. Triff Mr. Sparks dort drüben, um Mr. Flashstick hereinzubringen. Mr. was? Ah, okay. Also ganz ehrlich, bei ihrer. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, Generator einschalten. Bei ihrer Beschreibung des Quests ist ja auch echt immer. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind. Nein! Ups, jetzt habe ich sie nicht ausreden lassen. Flashsticks Freunde sind auch eingeladen. Pass auf, dass sie nicht randalieren und den Generator schrotten. Was? Oh shit! Wie gut ich den Death Trap schon habe.
Da ist schon einer durchmarschiert, nein. Hier geblieben, du Arsch. Na, das macht er. Ich kann nicht gehen. Na, das war's. Das war ja schon easy. Ah nee, da kommen noch mehr. Das sind immer noch. Schlage ich. Oh, drei Wellen, okay. Ich bin so ein Badass. Ich will gar nicht im angesunken Modus spielen. Warum rennen die da immer direkt hin? So. Okay. 69 mal 13. Okay, das mit dem Waffenwechsel mache ich glaube ich. Nein, ich bleib. Da habe ich mir ja mehr von erhofft. Die hat ja Themen mit ihren Puppen. Lass mich, du bist ja komplett irre! Oh, sicher. Ja, doch, ist sie, definitiv. Ah, neuer Granatenmod. Ah, nicht so mein Fall. Okay, das war immer noch die erste Welle. Badass ist auch noch. Komm, sehr schön. So. Wenn man sie doch nur mit Leben kaufen könnte, das wäre echt schön. Aber wenigstens ist das Schild immer relativ schnell wieder da. Aber wenn ich mir überlege, dass das jetzt erst die erste Wave war, oder schon die zweite? Die erste ist in die, genau, die erste ist in die Flucht geschlagen, jetzt die zweite auch. Sehr gut, dann kommt jetzt die dritte. Oh Gott. Reden über das Tagesgeschehen. Lass mich gehen, lass mich gehen. Also, das ist wohl kaum die angemessene Teeparty-Konversation, Mr. Sparks. Au. Ich bin doch recht froh, dass ich doch ihr Freund bin und nicht die Teeparty-Gast. Mann, weg mit dir! Jetzt habe ich nie mitgekriegt, was Tiny Tina gerade gesagt hat. Ja. Oh shit, noch 6 Lebenspunkte. Sie könnten was viel Besseres haben.
Au, was blitzt mich denn hier so? Oh Mann. Irgendwie war das gerade schmerzhaft. Ich weiß aber gar nicht, was das war. Party, Party, Party. Geslackt tut eigentlich ganz gut sein Werk. Abschluss, sehr gut. Nun, das war eine reizende Teeparty. Auf ein Wort. Ach, ich bin hier. Ich bin immer nur der Diener von allen irgendwie. Ja, bleib stehen. Rumdrehen, genau. Auge richtig hindrehen. Richtig hindrehen und dann da lassen. Naja, egal. So, jetzt habe ich hier eine. Oh, es wird spät. Ich fürchte, Mr. Flashstick muss uns verlassen. Corrosive Teapot. Du solltest tot sein. Ich? Ein interessanter Standpunkt, Monsieur Flashstick. Mr. Sparks, was denken Sie? Nein! Es tut mir leid! Lass ich deine Und jetzt kommt aber der nächste New Use Station wieder raus. Toll. Okay, Tina. Platziere Tinas Damen. Achso, jetzt bin ich wieder. Ich hab nichts für dich. Alles klar, dann geht jetzt mein eigentlicher Quest wieder. Weiter, alles klar. Oder. Ne, das ist jetzt genau. Mordsmorferei habe ich fertig. Splitter. Nochmal. Splittergruppe. Hol bei Moxie, genau, das habe ich schon gemacht. Dann mache ich das jetzt erst nochmal. Obwohl ich jetzt im Gebiet bin, aber ich möchte nicht den Primärquest zu früh weitermachen. Der ist für Level 14, ich bin glaube ich auch Level 14. Begib dich zum Versteck. Na, hier so. Patricia Tennis hatte ich angeheuert, um 4 gefährliche Mutanten aufzuspüren und zur Strecke zu bringen, die aus dem Wildlife Exploitation Preserve geflohen sind. Ich glaube, das ist im. War das nicht das Bonusgebiet? Sie verstecken sich in Bloodshot Stronghold, aber sei vorsichtig. Sie sind schwer bewaffnet und farblich aufeinander abgestimmt. Super. Zunächst musst du aus Moxies Bar Pizza holen. Diese Kreaturen stehen offenbar auf Pizza. Das habe ich aber, glaube ich, schon gemacht. Begib dich zum Versteck. Ach so, jetzt muss ich erst wieder zum, oh Mann, zum Teleport-Ding rennen. Dann laufe ich mal rechts rum. Links rum bin ich ja auf dem Hinweg gelaufen. Und guck, ob ich hier rechts nicht noch irgendwie den einen oder anderen Gegner finde. Diese Quest bei Tina, der war ja auf jeden Fall gut für die Anarchie-Stacks. 104 Stück schon. Das ist natürlich ganz cool. Da sollte das mit dem. Oh, oh, oh. Achso, das bin ich jetzt selber. Das war. Habe ich eine Bombe ausgelöst oder was war das? Ich guck mal, ob man die kaputt machen kann. Nein, war das aber nicht so eine. Dann habe ich ja Glück gehabt. Ich habe schon wieder fast kein Leben mehr. Muss ich gleich nochmal wieder Neues kaufen. Oh, ja, ja, richtig hier alles voller Viecher. Wo waren die denn jetzt nur noch? Hier. Ja, genau. Das mit dem daneben schießen und trotzdem treffen, das ist einfach göttlich. Da haben wir das Viech, glaube ich, gerade eben nicht mal mehr im Bild gehabt. Mhm. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was das hier eigentlich ist. Noch ein bisschen Leben, ein bisschen Knete. Das ist doch nicht verkehrt. Leben ist auch schon wieder ganz gut voll. Wunderschön. Und dann gibt es dann nochmal wieder ein paar Gegner, glaube ich, unterwegs, wenn ich mich recht entsinne. Da war doch was. Ich habe hier irgendwie Viecher gehört. Dachte ich. Ja, da! Wusste doch, dass da was war. Bounce Betty. Upsala, das war meiner, du Penner. So.
Nein, für die Feuermelonen, die fasse ich nicht nochmal an. Ich erinnere mich dunkel, dass die irgendwie explodierten oder so. Man. Gut, und da ist noch irgendwo irgendwas. Hä? Ja, gut, da habe ich jetzt. Ach, der hat es überlebt. Alles klar.